Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Industriestraße. Jawohl, Factorius wieder am Start. Mit meinem Freund, dem Nick. Hallöchen! Und wir haben immer noch ein Problem, dass wir echt stromlos sind. Das bedeutet, wir haben hier schon jede Menge Förderer und Öfen, die jetzt noch nicht laufen. Und die verpuffen hier alles so hier mit Kohle. Und ich wollte eigentlich Strom haben. Strom, Strom. Ja, damit auch endlich mal der Funke hier überspringt, hoffentlich auch auf die Zuschauer. Falls es jetzt noch nicht passiert ist, hoffe ich, dass es nach der Einführung des Stroms endlich passiert. Denn ja, dieses Spiel, es ist einfach nur geil, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es dir bisher gefällt. Du spielst es ja jetzt seit 40 Minuten insgesamt, glaube ich, Ja. circa. Generell wirklich Und erst seit 40 Minuten und eigentlich ist es schon ganz nett, ganz lustig. Ich bin natürlich gespannt, was es noch alles gibt, was man noch alles machen kann und bauen und erforschen und abbauen. Und ja, ich will unbedingt eine riesige Fabrik hier sehen, weil Factorio ist ja Ziel, eine riesige Fabrik hier hinzustellen. genau. Und ja, du kannst eigentlich gleich mal anfangen, indem ich dich wegschicke, denn du kannst eigentlich die ganzen Fließbänder, gleich nachdem wir hier genug Eisenplatten hergestellt haben, also das machen wir zuerst, dann schicke ich dich weg und du baust gar Fließbänder von unserem einen ja, Vorkommen hier, wo Kupfer ist, gar bis hier oben. Genau, da haben wir Ich letzte bereite schon Folge, mal alles vor. haben wir letzte Folge ein, zwei Kupfervorkommen gefunden und brauchen wir Fließbänder, um den ganzen Kram hier hoch zu organisieren. Weil hier oben kommt dann die Hauptfabrik und alles andere beschaffen wir uns. Genau. So. Jetzt brauchen wir erstmal Eisenplatten, sonst kannst du ja gar keine Fließbänder bauen. Ja, ich habe da nur 23 Stück und das reicht nicht ganz. Genau. So, jetzt siehst du, die Knickarmroboter nehmen jetzt abwechselnd immer eine andere Ressource. Das ist jetzt eigentlich eher Zufall, dass es jetzt genau abwechselnd ist. Du wirst sehen, sobald der Ofen voll ist, also fünfmal Kohle hat und fünfmal, na gut, bis fünfmal der Ofen verbrennt schneller, als es reingelegt werden kann, aber eigentlich bis fünfmal noch der Stoff, der geschmolzen werden soll, drinnen ist, so lange wird da reingelegt. Genau. Und an Und ja, die Eisenplatten konnten im Ofen wie viel gelegt werden nochmal ungefähr? 100 Stück bleiben im Ofen, wenn nichts rausgenommen wird. Wenn rausgenommen wird, dann wird aber rausgenommen, bis, glaube ich, nur noch 5 drinnen sind. Also so oft wird rausgenommen. Und wenn dann 5 drinnen sein sollten, bloß noch, dann stoppt der Knicker am Roboter kurz, bis wieder mehr als 5 drin sind. Okay. Aber da geht ja Gut, jetzt noch brauchen wir noch, ja. ordentliche Menge rein, ja. Da geht noch ordentlich rein, aber wir wollen ja alles wieder zentral in eine Kiste rein, um dort zu entnehmen. Also zumindest will ich das. Was du willst, weiß ich nicht. Sag an. Also ich finde es ganz cool eigentlich im Spiel, dass zum Beispiel, wenn du jetzt hier ein Fließband herstellen willst und du hast deine Ressourcen im Inventar und der zeigt dir auch immer ganz genau an, wie viele von den Teilen kannst du dann damit bauen. Ne, da ist oben eine, bei mir jetzt die kleine 11, bei den Fließbändern. Ich könnte jetzt 11 Fließbänder herstellen, so direkt. Genau, und das Und sind sogar 11 mal 2. Also mit einem Fließband stellst du 2 Fließbänder her. genau, und wenn ich mir jetzt noch ein paar Eisenplatten dazu nehme, dann kann ich jetzt schon wieder 14 herstellen. Also der zählt es so richtig hoch, was man da schon bauen kann. Ne? Genau, und du brauchst ja etliche Fließbänder noch. Ich schätze mal, bestimmt 150 Stück könnten es Ja, noch sein. das ist ordentlich, ja. Das ist Und noch, aber es geht jetzt schnell mit drei genau. Öfen. Konnte man nicht irgendwie sagen, stell mal mehr her wie nur eins, weil jetzt müsste ich da 100 mal klicken. Geht es? Genau, mit Rechtsklick ist es mal 5 und wenn du auf das Fließband gehst und drückst Shift und dann Linksklick, dann stellst du so viel her, wie du insgesamt herstellen kannst. Okay, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Also das war einmal rechts, da waren 5 weg, 8 übrig und mit Shift hau da unten die Produktion rein. Und da gleich jetzt noch ein Tipp dazu. Du hast jetzt unten in meinem Eck, wie viel du herstellst und momentan stellst du Items her, die brauchen ja vielleicht 2, 3, 4, 5 Sekunden zum Herstellen. Später gibt es aber dann Items, die brauchen sehr viel länger, 30 Sekunden, eine Minute, wenn du die von Hand herstellst. Ja. Solange du sie noch per Hand herstellen gibst, kannst, da gibt es Items, die kannst du gar nicht mehr per Hand herstellen. Aber auf jeden Fall, dann reiht sich das unten auf und wenn du jetzt an ein Item schnell rankommen willst, dann stellst du zum Beispiel einmal eins, was 30 Sekunden braucht, her und dann stellst du mit einem Fünferklick oder zweimal einem Fünferklick welche her, die ganz schnell sind und dann wieder eins, was länger braucht. Wenn du gleich 10 Stück von dem, was lang braucht, herstellst, dann ja, wird unten deine Leiste natürlich nicht leerer. Also du kommst nicht an das nächste Item, was gecraftet werden kann, ran, außer du unterbrichst natürlich den Vorgang vom ersten. Das kannst du jederzeit machen, mit einem Rechtsklick kannst du abbrechen. Aber das Okay. ist ja nicht Ziel der Sache. Also muss dann manchmal ein bisschen ordnen, wie crafte ich das jetzt und wie viel von welcher Sorte, damit ich nicht ewig auf das eine Item warten muss. Gut. So, gucken wir mal in der Kiste. 17 Platten haben wir schon.
Da stehen auch schon. Du jetzt alle nehmen. Ganz schön auf Warteschlange, die Dinger. Braucht gerade keine. Kann man auch Holzkisten verbrennen? Oh, in der Tat. Holzkisten kannst du auch als Brennstoff benutzen. Okay. Ja, ist auch ein cooler Rohstoff. Alles rein damit. Oh, das geht recht flott hier in der Kiste jetzt, hier bei den drei Greifarmen. Jo, weil oben aus dem Ofen, da nehmen wir mal drei raus und damit hier unten sich nicht ewig das Zeug aufstaut, mache ich jetzt einfach mal drei Roboter hin, die legen das alles dann in die Kiste rein und dann wird auf jeden Fall, ja, gibt es nirgends einen Leerlauf da oben. Du kannst das jetzt mal machen und ich kümmere mich hier ein bisschen ums Optimieren und du baust bis hierhin, dass dein Fließband hier hinten an das Fließband rankommt. Was ich hier drüben gerade neben dem anderen Ofen gebaut habe. Mhm. Und dann haben wir Kupfer und wenn wir dann Kupfer haben, dann haben wir auch bald Strom. Und Strom ist ja unser großes Ziel. Ich bereite jetzt für die Stromherstellung noch nichts weiter vor, sondern das möchte ich dann wieder mit dir zusammen machen. Und da warte ich einfach, bis du soweit alles unten gemacht hast. Ich denke auch. So, ich hole mir nur noch ein paar von den Platten. Schauen wir mal, 50. Kann ja mal gucken, wie weit ich komme. Irgendwo hier war ein Fließband. Schade, dass man die Fließbänder auf der Map nicht sieht. Da kommt ein Fließband. Muss mal gucken, wenn du ganz nah ranzoomst, müssten sie gelb sein. Also wenn du so öffnest, die große Karte. Und dann reinzoomst, dann sind sie gelb. Ah, genau, jetzt sehe ich es da. So gelb-grünliche Striche sind es. Ja. Ich hoffe nicht, dass diese Map so groß ist, wie wenn ich die ganz rauszoome. Die ist sogar noch viel größer. Ach du Scheiße. Ach du ja, piep. Ja, das wird groß. Die ist extrem groß. Also mir wurde gesagt, sie ist nicht unendlich groß, sondern sie hat ein Limit. Aber das Limit ist dein Arbeitsspeicher. Und da wir beide extrem viel Arbeitsspeicher haben, haben wir da ein bisschen zu tun. Weil jedes Feld braucht, glaube ich, 8 Kilobyte Arbeitsspeicher. Also jedes Quadrat. Wo du was setzen kannst. Irgendwie habe ich das mal gehört. Oder 5 Kilobyte, ich weiß es nicht genau. Und je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher hast du halt dann so und so viele Dinger. Weil bei Minecraft ist es ja so, wenn du irgendwo eine Redstone-Schaltung hast und die ist sehr weit weg und du bist gerade nicht da, dann läuft die nicht. Erst wenn du wieder näher kommst, läuft sie wieder los. In dem Spiel hier ist aber so, dass jedes Objekt jederzeit aktiv ist. Also alles wird jederzeit in Echtzeit berechnet. Okay. Das klingt also groß. Wenn ich jetzt 10 Kilometer weglaufe und baue dann was, dann läuft das immer, auch wenn ich da nicht gerade dran stehe. Guck. Perfekt. Hey, du bist... Wow, das ging ganz schön schnell jetzt. Das war jetzt das obere Feld. Wir haben ja unten noch ein Kupferfeld. Nicht vergessen. Genau, aber das obere ist erstmal... Also es würde reichen, wenn du das untere noch verbinden willst, kannst du es gerne machen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber mach. Ich will dich nicht aufhalten in deinem Ehrgeiz hier. Dann sag ich mal, bis später. Okay, wir sehen uns. Jetzt habe ich natürlich das Fließband so gestellt, dass ich nur nach oben mich ziehen lassen kann. Warte mal, das noch einen Weg in die andere Richtung bauen. Ja, eigentlich so, müsste man machen so. Für die faulen Leute. Ja, wie auf dem Flughafen so ein... bisschen Ressourcenverschwendung, glaube ich. Aber können wir mal gucken, wenn wir später genug haben. Wenn du es willst, kannst du es bauen. Ich halte dich von nichts ab. Irgendwo war doch hier Kupfer. Im Spiel geht es ja auch viel ums Rumprobieren. Ah, hier waren die Steine, dann war Kupfer hier auch in der Nähe. Das ist Kohle. Ah, Kupfer, wunderbar. So. Also ich hoffe jetzt mal, den Zuschauern ist noch nicht langweilig geworden während der ersten beiden Folgen. Bei Factorios ist halt so, der Anfang ist etwas schleppend, was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde, weil vor allem für Anfänger ist es halt dann immer schön. Und später hinten raus wird das Spiel dann richtig, richtig aufwendig. Ich glaube schon, dass das am Anfang fast ein bisschen zu easy wirkt. Oder zu, weiß nicht. Also Minecraft, wenn ich da zurückdenke, ich spiele jetzt schon ein paar Tage Minecraft, da ist natürlich irgendwo, da habe ich immer gedacht, so, irgendwie so, sehr, sehr einfaches Spiel ohne, keine Ahnung, ohne Ehrgeiz dahinter. Aber mittlerweile habe ich ja, weiß nicht, ich habe Solo gespielt, jetzt aufgenommene 50 Folgen fast, die man auch auf meinem Kanal sieht. Und da kommt noch einiges dazu, weil ich habe ja noch nicht mal einen Mod so wirklich gespielt. Und wenn du die ganzen Mods siehst, die da gespielt werden und gesuchtet werden von den Dudes, von den ganzen Leuten, das ist schon echt,
Das ist ein riesiges Spiel eigentlich. Und das macht dann immer mehr Spaß, umso mehr Mods dazu kommen. Aber ganz am Anfang. Man muss aber auch immer differenzieren, was ein Spiel von sich aus bietet und was Mods hinterherbringen. Ja. Weil bei dem Spiel hier, was wir halt jetzt hier sehen, das ist noch ohne Mods. Genau. Das und du wirst sehen, das hat so eine Vielfalt ohne Modifications, dass du mit Mods blickst du gar nicht mehr durch, sag ich dir. Ja, was ich damit sagen würde, ist halt einfach, dass ich Minecraft angefangen hatte, ganz am Anfang, und habe immer so gedacht, so, oh, naja, ob das Spaß macht. Das ist irgendwie so ganz einfaches, billiges Spiel ohne große Aufgaben. Und erst später steigt man dann durch, was dann doch zu bieten ist. Und dann kommt das noch dazu und das, und dann willst du das noch bauen und das noch bauen und da noch was aus dem Boden rausholen. Ja. Genau, und bei Factorio wirst du das auch merken, dass du jederzeit dann irgendwann mal denkst, das könnte ich noch besser machen, das könnte ich noch größer machen, da hinten das Kupfervorkommen, das möchte ich noch. Genau. Es wird ganz extrem in dem Spiel. Du willst immer mehr expandieren und ich kann dir nur sagen, meine 100 Stunden Solo-Fabrik, die ist enorm riesig. Okay. Aber ich blicke noch überall durch, muss ich wirklich sagen. Wenn man es selber gebaut hat, versteht man alles. Oh, mein Werkzeug ist gerade kaputt gegangen, sehe ich. Das ist durch Eisenplatten. Nervig, ungünstiger Zeitpunkt. Was eigentlich total cool ist, wenn du das Fließband baust. Dich draufstellen und davor. Stellst dich drauf, genau. Musst du gar nichts mehr machen, nur noch gedrückt halten, die Maustaste. Jetzt will ich mal gucken, wo ich hier ankomme. Vielleicht. Was du jetzt gerade nicht siehst, was ich dir aber sagen möchte, ist, wenn du eine Kiste durch eine bessere Kiste mit mehr Platz ersetzen willst, musst du nicht erst die eine Kiste abreißen und die nächste dann hinstellen, sondern du kannst sie einfach drüber bauen. Okay, einfach so ein Upgrade gemacht. Genau, weil es gibt das Problem, wenn du kein leeres Inventar hast und willst eine Kiste zerstören, also wegreißen, dann normalerweise kommt das Zeug, wenn du eine Kiste abreißt, in dein Inventar. Sollte dein Inventar aber zu voll sein, streutst das Zeug einfach auf den Boden. Und glaub mir, das willst du nicht, wenn da mal, wer weiß, wie viele Einheiten da sind, weil dann ist deine ganze Fabrik nur voll mit zum Beispiel Eisenplatten. Macht ziemlich viel durcheinander. Oh, die Kiste ist größer, alles wieder aufzusammeln. Die ist, glaube ich, ja, Eisenkiste, die hat sich ordentlich gesteckt. Ich nehme mir einfach mal die Platten raus. Jo, mach das. Da kommen ja noch ein paar dazu. Werden ja momentan nur für dich produziert, so gesehen. Oh, wie schön. So. Ich kümmere mich doch um dich. Ja, wenn ich schon durch die ganze Gegend laufen darf für dich. Das machst du nicht nur für mich, das machst du auch für dich selbst. So, warte mal. Das lasse ich mir nicht vorhalten. So, dann stelle ich mich mal dahin. Oder. Okay, nee, ich wundere es bloß, wieso kommt gerade noch kein Kupfer über das erste. Oh, wir haben unten noch gar keine Kohle reingelegt und ich habe auch gar keine dabei. Okay. Nimm mal schnell Kohle und hau mal in den ersten Erzförderer was rein, weil. Sonst kann das noch lange dauern mit dem Strom. Wollt ihr ja eigentlich schon elektrifizieren. Aber das können wir jetzt gleich machen. Bleib mal oben, außer dein Band. Achso. Wenn du es noch fertig kriegst, dann mach noch. Ja, das Band wird sicher fertig. Ja, aber ich, okay. Wo ich gerade mal hier unten war. So, das ist cool. Einfach draufsetzen und hoch. Aufzug. Din, 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 din. So ein bisschen Aufzugmusik fehlt noch. Du hast Ideen. Kannst du mal ins Forum mit reinschreiben. Ich meine, das Spiel ist ja noch nicht fertig, ist ja noch Early Access, so gesehen. Halt nicht auf Steam. Aber Ideen kann man immer noch mit einbringen. Ja, ich habe es auf Steam gesucht, aber da gibt es ja gar nicht. Nee, das kommt erst noch. Die Entwickler wollen sie so gesehen erstmal mit ihrer kleinen Community fertig machen und dann erst die Steam-Community drauf loslassen, so gesehen, weil die Leute bei Steam sind ja nicht immer so, wenn irgendwas nicht funktioniert bei Early Access, das verstehen die nicht ganz und dann motzen sie gleich rum und das wollen halt die Entwickler von dem Spiel gar nicht. Mhm. Die wollen es erst mit einem kleinen Kreis, wobei klein, die haben jetzt schon eine Community von 65.000 Spielern. Oh. Und ja, aber es läuft noch sehr geregelt im Forum, alle sind nett und freundlich zueinander. Sehr schönes Klima. Kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man eine Idee hat, lässt man sie einfach da. Und dann freut sich die Community, drüber zu diskutieren. Ich wollte gerade fragen, du spielst es jetzt 100 Stunden ungefähr? Ja, so knapp. Also in der einen Welt habe ich 100 Stunden, dann habe ich noch ein bisschen so Probierwelten, ein bisschen Szenario habe ich gespielt, also okay. Die Kampagne. Kommt bestimmt auf 150 Stunden. Ich habe es seit April, habe es mir erst in der normalen Version gekauft und da mir das Spiel so gut gefallen hat, das ist meiner Meinung nach das beste Spiel, was es überhaupt gibt. Also besser als Minecraft, obwohl Minecraft viele, viele Jahre lang mein Favorit war.
Und ja, dann habe ich mir das größte Pack gekauft, wo es dann noch so ein spezielles Szenario-Pack gibt, mit so Okay. Rätseln und so Zeug. Ja, und das ist eigentlich ein schönes Päckchen. Also kann ich nur empfehlen, wenn euch das Spiel im normalen Pack schon gefällt, dann könnt ihr es noch upgraden, kriegt ihr noch ein bisschen Goodies dazu. Ja, ist auf jeden Fall ganz schön dann. Genau, dann schaut auf jeden Fall mal auf factorio.com mal rein, wenn euch das hier gefällt oder wenn ihr einfach mehr sehen wollt und euch das Spiel selber holt. Die freuen sich. So, guck mal, wer da kommt. Oh, hallo. Ich frage mich, was das für eine Ressource ist. Spieler heißt die Ressource. Oh, und wir werden angegriffen. Oh. Drüben sind Aliens. Du hast eine Oh. Pistole, drück Leertaste. Dann schießt du. Kann mich überraschen, wo Ach kamen du die her? Scheiße. Wo haben wir die angelockt? Lila Blut. Hier ist noch irgendwo einer, glaube ich, auf der Map, oder? Nee, das ist gerade nur der Atompilz, dass wir angegriffen wurden. Das heißt, wir müssen uns jetzt langsam um unsere Verteidigungsmechanismen kümmern. Da Da ist ist schon noch wieder einer. einer, ja. Greifen unsere Bänder an. Gut, wir müssen uns jetzt Militär darum kümmern, Munition zu bekommen erstmal. Die ist versteckt im Militär-Tab Warte mal, ich will von mal ganz deiner schnell Ding. unten nochmal. Habe ich da noch was, um überhaupt das Kupfer darüber zu holen? Da brauche ich Zahnräder. Warte mal. Kam jetzt ganz schön früh, aber dabei ist unsere Verschmutzung, ist die schon so schlimm? Karte und Boah, ich Bild. kann es dir nicht sagen. Es sieht schon, ist schon ordentlich hier was Oh, los. doch, doch, das ist schon. Ja. Ist schon weiter, als ich gedacht hätte. Also wir müssen uns langsam mal darum kümmern, zu forschen. Können wir überhaupt schon forschen? Ja, wir können schon forschen. Wissenschaftspakete und Forschungszentrum kommen dann gleich noch. Genau hier. Ich muss jetzt noch mal fragen, den, Den, ja. den befeuerten Knickarmroboter, ein Eisenrad. Wie kriege ich denn das noch mal? Das Das Zahnrad, Eisenrad? stellt es automatisch her, wenn du Ach, den automatisch, machen ja. willst. Eisenplatten. Oder du kannst es auch in den Zwischenprodukten herstellen. So. Weil ich ja doch da unten auch. Und ich habe was völlig Behindertes gebaut. Oh, da habe ich aber auch geschlafen in der letzten Folge. Okay. Mich schon gefragt, warum das hier so komisch ausschaut. Ja, spiel mal Spiel seit 100 Stunden und vergiss die Basics. Ja, wir können natürlich auch einfach die ganzen Bau-Erzförderer hier so bauen, dass es direkt aufs Band drauflegen. Oh, Das geht's wollte ich weiter? gerade eben wollte ich das fragen, weil ich unten nämlich das Kupfer aufs Band legen lassen wollte, von ganz Ja. unten. Ob ich da überhaupt diesen Knickarmroboter brauche, wenn ich das nicht Nee, direkt aufs den Band. brauchst du nicht. Reiß ihn wieder ab, wenn du ihn gebaut Nee, hast. habe ich noch nicht. Ich habe gerade Okay. geguckt, wie ich den baue. Also können wir den. Was war da denn los, hey? Okay. Oh Mann, ist mir noch nie passiert sowas. Okay. Ja. Schaue ich aus wie der größte Noob, obwohl ich schon so viele Stunden spiele. Aber ja, so ist das halt nun mal. Immer wenn Leute zuschauen, der Vorführeffekt, geht immer alles schief. Wer kennt das nicht? So, der ist am Schaffen. Wunderbar. Jo, der packt auch gleich schön ordentlich Kupfer aufs Band. Dann will ich mal gucken. Mal gucken. Weil hier ist nämlich noch ein bisschen Kohle. Dann könnte ich nämlich auch gleich die Kohle hier weghauen. Da haben wir hier noch Wenn du noch einen. ein bisschen Stein findest, könntest du auch Stein mit hochbringen. So, den drehe ich mir. Dann legt nämlich der noch ein bisschen Kohle auf. So, dann könntest du eigentlich schon langsam mal wieder zurückkommen, wenn du noch ein bisschen Stein mitbringst. Warte mal, Steine hatten wir auch hier irgendwo. Weil, ja, dann könnten wir langsam elektrifizieren und dann auch forschen. Und die Forschung braucht man langsam, um neue Militärsachen zu erforschen, um uns die Aliens hier vom Hals zu halten, weil die werden auf jeden Fall ab jetzt öfter kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall haben wir schon wieder das Ende einer Folge erreicht. Das ist ja schon Wahnsinn. Ich gucke hier gerade mal auf die Schon wieder Uhr kein Strom. und Oh, immer wir noch sind kein so Strom. unzuverlässig. Aber hey, ich kann mich hier herstellen und komme einfach ganz gechillt entspannt zu dir Okay. mit Material. Ach, Oder super. ich laufe im Turbogang. Ja, mach, Ja, was du willst. Also. okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, wie wir die Monster hier irgendwie besiegen können. Oder bei was wir uns besonders dumm anstellen, schreibt es uns in die Kommentare. Der Ja, Rest ist manchmal hat unten. man ja Tomaten auf beiden Augen. Ja, genau. Der Rest ist unten verlinkt.
Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.